Fresh oder Trash, der OK-Promi-Podcast mit Silvana, Sarafina, Estefania Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal, Ulla und Leonie. Hallöchen, Hallöchen, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich wieder Leonie. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir beide haben zwar gesagt, wir machen die Sommerhauskiste zu, packen sie irgendwo in irgendeinen Schrank ganz weit weg. Bis und zum nächsten Jahr. Genau, lassen sie da einstauben bis nächstes Jahr. Aber wenn natürlich Georgina Fleur sagt, ey, ich möchte dazu gerne noch was sagen, dann sagen wir natürlich... Nicht nein. Sagen wir nicht nein, genau. Also wir haben mit Georgina nochmal über die Staffel gesprochen und natürlich besonders über das Wiedersehen, denn die Show, haben wir ja schon gesagt letztes Mal, ja, war ganz schön langweilig, ne? Kann man auf jeden Fall, also das trifft es ganz gut, ja. Also Georgina, muss man sagen, war halt schon irgendwie das Highlight. Ich finde immer, wenn sie in der Show dabei ist, das haben wir auch schon bei Kampf der Reality Stars gesehen, stiehlt sie einfach allen die Show. Ich liebe es einfach, dass sie wieder im Fernsehen zu sehen ist. Ich bin ja einfach bekanntermaßen ein ganz großer Georgina. Wie war das nochmal? Sie ist dein Spirit Animal. Ja, und dazu stehe ich ja auch. Ich bleibe dabei. Ja, zu Recht, zu Recht. Und ich finde einfach, sie... Ich akzeptiere das nämlich, wenn jemand eine andere Meinung hat. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Nee, okay. Auf jeden Fall feiere ich, wenn, egal in welcher Show sie ist, ich feiere es, wenn sie da ist. Und deswegen freue ich mich ungemein darüber, dass sie jetzt hier dabei ist. Genau, freue ich mich auch. Und wollen wir direkt einsteigen in die Thematik oder... Ja, würde ich doch mal sagen. Also oder? Georgina, wer vielleicht die Staffel generell nicht ganz so verfolgt hat, erstmal shame on you, aber sie war relativ schnell weg. In der ersten Folge musste sie mit Kubi das Haus verlassen, denn Kubi hat ja André ins Gesicht gespuckt. Ja, der Schockmoment zumindest bis dahin, ne? Weil genau. Es konnte keine Ahnung, was dann noch passiert. Aber genau, und ja, lass uns einfach mal starten, die Wiedersehensshow, wie die Show überhaupt für Georgina war. Die Wiedersehensshow war für mich als erstes, ich muss sagen, ich bin da mit gemischten Gefühlen reingegangen und ich hatte vorher auch Streit mit Kubilai und auch noch mit den anderen Kandidaten. Es gab für mich viele Dinge, die ich noch klären wollte vor der Sommerhaus-Wiedersehensshow oder in der Sommerhaus-Wiedersehensshow. Wie vor allen Dingen, dass ich da nicht freiwillig rausgegangen bin, sondern wirklich entfernt wurde, weil Kubilai halt dem anderen ins Gesicht gespuckt hatte. Und diese Dinge wollte ich einfach klären, aber im Endeffekt muss ich sagen, die Wiedersehensshow war für mich ein voller Erfolg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich alle Dinge klären konnte, die ich noch klären wollte. Und da auch wirklich nochmal so meine zwei, drei Punkte, wie ihr euch erinnern könnt, nochmal losgelassen habe. Deswegen war die Wiedersehensshow für mich als Georgina ein voller Erfolg. Und bevor wir nochmal gleich darüber sprechen, würde ich nochmal direkt den nächsten Ton hinterher schieben, was sie besonders doll genervt hat. Was mich an der Wiedersehensshow geärgert hat, war... dass die einfach meine private Instagram-Story, die wirklich nichts zur Sache getan hat mit dem Sommerhaus, gezeigt haben, obwohl ich 10-mal zu Angela Fingererben und der Produktion gesagt habe, nein, 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 bitte zeig das nicht. Und die haben trotzdem gegen meinen Willen meine Instagram-Story gezeigt und das fand ich nicht in Ordnung. Muss ich sagen, das war echt eine Enttäuschung, dass man da dann irgendwie so verkauft und verarscht wurde und trotz meines Flehens, dass ich nicht möchte, dass es ausgestrahlt wird, haben sie es trotzdem gezeigt. Da muss ich ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht verstanden habe, was Georginas Privatleben mit Kubi ist jetzt großartig mit dem Sommerhauswiedersehen zu tun hatte. Fand ich auch, wie sie auch sagt, fand ich auch richtig, richtig scheiße von RTL. Sie sitzt da erstmal und sagt, ey, nee, lass es, hör auf, zeig das bitte nicht. Okay, finde ich irgendwie blöd. Ja, vor allem, ich habe die Storys noch genau vor Augen. Ich habe die morgens irgendwie auf dem Weg zur Arbeit mir angeguckt und die waren halt auch schon krass. Und das, ich meine, Georgina war sichtlich fertig, sie war sichtlich verletzt, sie hat viel ausgepackt über Kubi. Und dass man dann nicht möchte, dass dieser kalte Kaffee dann nochmal erwärmt wird, kann ich halt auch verstehen. Also, ich auch. Und du hast ja auch in der Insta-Story gesehen, es war ja auch super, super spät, meine ich, als sie das aufgenommen hat. Ja, mitten in der Nacht. Also das hätte sie ja jetzt wahrscheinlich nicht nochmal so gemacht, ne? Und da fand ich auch, es hat nichts mit dem Sommerhaus zu tun, mit überhaupt keiner Geschichte. Und die Wiedersehensshow war ja eh relativ kurz und dann so viel Sendezeit dafür zu verschwenden, über ihr Privatleben irgendwie noch mehr herzuziehen. Ja, vor allem einfach nur für die Quote, ne? Und sich so ein bisschen über sie lustig zu machen. Also fand ich halt einfach irgendwie unmöglich. Fand ich auch. Hätte nicht sein müssen. Hätte überhaupt nicht sein müssen. Habe ich auch null verstanden. Und Angela Fingererben, sie hat es ja auch nochmal gesagt, die haben wir ja auch schon letzte Folge gesagt. Aus meiner Sicht hat sich komplett daneben genommen und ihren Job richtig schlecht gemacht, finde ich. Sie war halt einfach super voreingenommen, das hast du halt einfach gemerkt und das darfst du nicht merken. Nee, darfst du nicht merken. Und sie war mega anti und ja, das fand ich, also gebe ich ihr komplett recht, war mega uncool mit der Insta-Story. Auf jeden Fall, also da bin ich auf jeden Fall auch Team Georgina.
Ich auch wie auf jeden Fall. Immer. Wie eigentlich immer. Übrigens, nur ganz kurz vielleicht, falls ihr euch mal wundert, was sind das für Geräusche bei Georgina im Hintergrund. Sie ist gerade mit Sam zusammen im Urlaub in Dubai. Genau. Also nur, falls sich das irgendwie jemand fragen sollte. Danke. Genau. Zurück, weiter geht's, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was hält sie von André, von Jenny, von Eva, von Lisha und von allen, die im Haus waren? Man hat es ja so ein bisschen mitbekommen genau. Bei der Wiedersehensshow, da hat sie ja schon durchklingen lassen, was sie vor allem von André und Jenny hält. Also da hat sie ja auch gesagt, die haben ihr auf jeden Fall Sendezeit geklaut und dafür gesorgt, dass sie aus dem Haus geflogen ist. Kann man so sehen? Lässt sich drüber diskutieren. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was sie heute zu den beiden sagt. Genau, let's go. Meine Meinung über André und Jenny hat sich bis jetzt nicht geändert und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben, in der Wiedersehensshow sich gescheit zu entschuldigen und jetzt später eingerudert haben. Und ich denke, dass es keine wahre Entschuldigung von André und Jenny jemals an Eva gab, sondern das haben sie nur gemacht, weil sie gesehen haben, wie beliebt Kubi war, weil er sich so wirklich von Herzen, aus reinem Herzen und so ehrlich und entschuldigt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese falsche Entschuldigung, die sie dann bei Instagram doch lauten lassen haben, fand ich noch wirklich die Krone auf dem Eis. Was sagt man denn, die Krone? Die Spitze vom Eisberg fand ich, das die absolute Frechheit, dass sie noch so eine falsche Entschuldigung auf Instagram nachgereicht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, absolute Enttäuschung, die beiden, menschlich, für mich. Wie auch, glaube ich, für alle anderen Zuschauer, die das mitbekommen haben. Die sind bei mir komplett unten durch, die beiden. Also wer sich da jetzt vom Herzen entschuldigt, das würde ich jetzt einfach mal selber unkommentiert lassen. Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen versucht, seine Haut zu retten. Kubilai hat die Chance gut genutzt in der Wiedersehensshow. Er sah auch, finde ich, total fresh aus. Und ich finde, er wirkte auch viel, viel klarer als genau, so ein bisschen sortiert und total reflektiert und hat sich ja auch entschuldigt. Und das war ja auch das Beste, was er hätte machen können. André und Jenny haben die Chance einfach nicht so genutzt und wie Georgina richtig sagt, hatten irgendwie nicht die Eier in der Hose und einfach zu sagen, ja, sorry. Ne? Ja, das hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon besprochen, dass ich es einfach unmöglich finde, dass sie da halt nicht die Chance ergriffen haben und gesagt haben, ja, es tut mir leid, wir haben uns scheiße verhalten. Und dann im Nachhinein bei Instagram zu sagen, ey, ja, okay, war vielleicht nicht richtig. Und man muss ja dazu sagen, André hat sich ja noch nicht mal entschuldigt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Also Jenny, ja okay, sie hat sich entschuldigt, auch bei Eva entschuldigt, hat Eva ja auch mittlerweile erklärt, dass es so war, aber André hat ja nur gesagt, ja, aber trotzdem, es tut mir leid, wie ich dargestellt wurde, wie ich rübergekommen bin, das war ich nicht selber, aber Mobbing gab es trotzdem nicht und die Produktion und der Schnitt sind auch schuld. Ja, wow, danke für nichts. Genau, zum Thema Mobbing und wie man von RTL dargestellt wurde, kommen wir auch nochmal später zu bei Georgina. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Annemarie und Tim, die ja bei der Wiedersehensshow nicht so viel gesagt haben und letzte Folge hat ja Annemarie schon ein bisschen was dazu erzählt und deswegen hören wir jetzt auch nochmal Georginas Meinung. Und Tim habe ich mich eigentlich immer gut verstanden, die haben nichts gegen mich gehabt, also Tim war vielleicht ein bisschen, hat sich mit Kubi nicht so gut verstanden, aber ich habe persönlich kein Problem mit Annemarie, ich kenne die seit 10 Jahren und wir haben uns auch danach nochmal ausgesprochen, weil wir nämlich von der Produktion und von RTL sehr aufeinander aufgehetzt wurden. Sie auf mich, hat sie mir dann später erklärt. Und eigentlich sind wir Freunde und ich möchte weiterhin Freunde mit der Annemarie bleiben. Und deswegen ist meine Meinung sehr neutral zu den beiden. Ist eine überraschende Aussage. Und Annemarie hat ja auch uns erzählt, zum Beispiel diese Spuckattacke, dass sie da verschiedene Storys gehört haben. Und das finde ich halt schon krass, weil man das jetzt immer so mehr mitbekommt, was lief da wirklich hinter den Kulissen ab und ja, wie man da halt bewusst gegeneinander aufgehetzt wurde. Ja, voll. Ich fand das bei Annemarie schon so krass, auch mit diesem, wo sie, also in der letzten Folge hat sie erzählt, dass sie halt ständig singen sollte und im Fernsehen kam es halt so rüber, als hätte sie die ganze Zeit gesungen und wäre so eine Nervensäge. Und ich finde es einfach krass. Also ich glaube, RTL schneidet sich damit auch zunehmend ins eigene Fleisch, weil immer mehr Promis dann halt wirklich auch einfach auspacken und darauf scheißen, was in dem Vertrag steht. Und das ist halt einfach dumm. Ja, super dumm. Ja, und am Anfang war ja auch Georgina total nett zu Annemarie. Das hat man ja auch gesehen im Fernsehen. Also ich. Ja, obwohl in der ersten Folge sind die beiden ja aufeinander zu und dachten so, oh nee, und da war es schon so, dachte ich so, ja, so typisch. Was? Bitchface. So, also so typisch halt. Von wem halt, jetzt? Von wem? Von beiden. Beide waren so, also ich weiß nicht, vielleicht wurde es auch also wirklich nur so gezeigt, aber beide waren so, oh nee. Und ich glaube, Georgina hat auch irgendwas gesagt, was Annemarie da anhat oder so. Und dann haben sie sich dann gesehen, dann kam, hey Süße. Also das war so ein, also so ein Moment, den habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Muss ich sonst nochmal nachschauen. Ja, mach mal. Das war relativ am Anfang. Die waren ja, glaube ich, auch die Zweiten oder so, die reinkamen. Also Annemarie ja. Und Tim.
Genau. Ja, fand ich auf jeden Fall lustig. Nun ist natürlich, was in der Wiedersehensshow immer wieder diskutiert wurde und immer wieder und immer wieder und immer wieder, war ja Eva und Chris. Natürlich. Und da wollen wir natürlich auch nochmal Georgina hören. Kenne ich jetzt nicht wirklich gut persönlich. Ich habe die jetzt nur einmal in der Wiedersehensshow getroffen. Mir hat es nur leid getan, dass die Eva da so fertig gemacht wurde. Und da kam dann irgendwie mein Gerechtigkeitssinn, ist mir dann irgendwie so zuvor gekommen. Da musste ich mich einfach für Eva einsetzen. Und wäre ich im Sommerhaus geblieben, hätte ich mich auch für Eva eingesetzt. Weil vor meinen Augen darf sowas nicht passieren. Finde ich unfair. Und Eva ist ja auch wesentlich später gekommen, als Georgina schon lange nicht mehr da war. Also hat sie mit dem ganzen Beef an sich ja auch überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie wirklich länger drin geblieben wäre, dass man das noch gesehen hätte, wie sie sich am Ende da eingefunden hätte in dieses ganze Gruppenkonstrukt, wie das dann am Ende wirklich gelaufen wäre. Das hätte ich echt gern gesehen. Ne? Oh ja, gerade das wäre richtig Eva geil und Georgina. Gewesen. Aber man muss ja sagen, Eva hat es echt gut, dass sie so eine Löwin auf ihrer Seite hat, weil Georgina auf seiner Seite hat, glaube ich. Ja gut, aber man weiß ja auch nie, wie es jetzt gekommen wäre, wenn die beiden zusammen mit dort drin gewesen wären. Ich meine, auch bei Kampf der Reality Stars hat sie ja zum Beispiel... Zoe, die wurde ja auch schon ganz schön in die Mangel genommen, auch zu Recht. Wollte ich natürlich, sagen, aber völlig zu Recht, weil die, also die hat ja auch echt irgendwie eine Schraube locker. Mhm. Ja, also wäre auf jeden Fall interessant geworden, wenn sie noch drin geblieben wären. Ja, voll, hätte ich super gern gesehen. Aber kommen wir noch mal zu unserem Siegerpaar, Caro und Andreas Roms. Die waren ja auch in der Wiedersehensshow, ja, ich, also so richtig krass sympathisch waren sie jetzt nicht. Nee, aber sie haben auch nicht so viel gesagt, ne? Also man muss nur sagen, dass Andreas irgendwie meinte, ja, wir haben alle irgendwie Scheiße gebaut. Kann ich bin immer nur Andreas. Danke, danke, okay. Ja, also mehr haben sie ja wirklich nicht erzählt eigentlich, oder? Nee, also hören wir mal rein. Und Andreas habe ich jetzt auch nicht eine wirkliche Meinung. Ich finde, der Andreas ist halt ein richtiger Proll. Und der war gegenüber Kubilay nicht korrekt. Und auch, dass er sich nicht entschuldigt hat und da ungestraft den Hurensohn nennen darf in der Sendung, finde ich nicht in Ordnung. Er ist kein Beispiel für mich, für die jungen Leute. Und nee, finde ich nicht in Ordnung. Caro ist eine sehr ordentliche, liebe, feine Frau. Und gegen die kann ich nichts sagen, aber er war uns gegenüber nicht korrekt. Da sieht sich so wie... wir und auch, ich glaube, ich auch eigentlich jeder Zuschauer. Caro ist die Herzensdame, die Gewinnerin und die Siegerin der Herzen. Nee, Siegerin der Herzen. Wir wissen alle, was du meinst. Genau, also Caro hat nur Sympathiepunkte gesammelt, das wollte ich sagen. Und Andreas, ja, war halt so ein bisschen der Vollspacko daneben. Ja, halt der Proll, ne? Also in der ersten Folge hat er sich einfach komplett daneben benommen, so besoffen wie er dann war. Und halt auch die restlichen Folgen hat er sich nicht gerade beliebt gemacht, als wenn er da einmal gegen Caro gestichelt hat, muss man halt auch mal ganz ehrlich so sagen. Ist so. Und apropos Proll, wer kommt dir da so spontan in den Kopf? Was kommt denn jetzt? Na, wer würde dir einfallen beim Wort Proll, wer noch so im Sommerhaus war? Was? Da, wer war denn immer so, Lisha und Lou. Ja, genau. Lisha und Lou. Ja, ich meine Lisha. Boah, Lisha. Da stand ich jetzt aber lange auf dem Schlauch. Ja, ordentlich lang. Aber du hast es geschafft. Und Meinung zu Lisha wollen wir natürlich auch hören. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich Lisha, als ich mir diese Sommerhaussendung angeschaut habe, fand ich sie so weil sie zum Beispiel jetzt dieses Spiel mit Lou gespielt hat, fand ich die verdammt lustig. Aber sie hat sich halt sehr von André beeinflussen lassen und deswegen hat sie, glaube ich, auch, André ist es ja eigentlich Andres Schuld, dass Eva so fertig gemacht wurde, weil er hat die Lisha beeinflusst und die hätte sich halt nicht so beeinflusst. Meine Meinung ist, dass Lisha sich nicht so beeinflussen hätte lassen sollen, weil sie ist eigentlich ein guter Mensch, nettes Mädchen und genauso wie der Lou und die hätte sich nicht so beeinflussen lassen sollen. Und das ist ja im Endeffekt auch die Meinung von Lisha gewesen, ne? Ja, das hat sie ja genauso gesagt, dass sie sich am Ende doch dann schon irgendwie manipuliert gefühlt hat, als sie die Szenen dann im Fernsehen gesehen hat. Und Lisha, glaube ich, ist jetzt auch nicht so eine richtige Verliererin aus der Show. Also mittlerweile, finde ich, geht das ja auch. Die Schlagzeilen nehmen auch ab. Also ich glaube, die geht da schon echt, ja, schon mit auch als Gewinner raus, habe ich so das Gefühl. Ja, voll. Also als du gerade auch meintest mit Proll, ich hätte die halt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, genau. Es ist schon so voll lang her irgendwie, ne? Ja, und die Schlagzeilen nehmen halt ab. Also man liest aktuell nicht mehr so viel über die beiden. Also aktuell sind, glaube ich, nur noch Eva, Jenny und André mehr oder weniger in Schlagzeilen. Deswegen, also eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Mobbing. Also wir beide haben da ja schon ausgiebig drüber diskutiert. Das ein oder andere Mal. Wer sich das alles anhören möchte, muss die anderen Folgen hören. Das will ich jetzt nicht alles nochmal erzählen. Du? Nein. Okay. Auf keinen Fall. Deswegen hören wir uns einfach Georginas Meinung dazu an. Es war definitiv Mobbing für mich im Haus gegen Eva. Und für mich wurden die anderen Bewohner von André auf
Eva aufgehetzt und weil die so manipulierbar sind, war ganz, ganz schlimm, das mit anzusehen. Ich habe nur als Zuschauerin, habe ich es mir im Fernsehen anschauen können, war das für mich ganz, ganz schlimm, das mit anzusehen, weil die alle sich von André so manipuliert haben und dann alle wirklich in der Gruppe die Eva runter und fertig gemacht haben und das fand ich nicht in Ordnung, fand ich nicht fair. Ja, also da sagst du, ne, die Löwin, die hätte eingegriffen, sagen wir mal so, ne? Da bin ich mir sicher und ich finde, da steht sie auch ein bisschen auf meiner Seite, weil ich ja schon eher Team Mobbing war. Du warst Team Mobbing, genau, lass mir das einfach so stehen, genau. Genau, ja, du warst Team Mobbing, genau. Also, oh, da kommen die Hater, ich sehe sie schon. Ja, genau. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Also, das war auf jeden Fall Georginas Statement zum Thema Mobbing. So. Super. Ist eigentlich auch gar nicht lustig. Nee, ist auch nicht lustig. Ich weiß auch gar nicht, warum. Oh Gott. Also, ich würde gerne weitermachen, wie Georgina sich von RTL dargestellt gefühlt hat. Super. Es sei denn, du möchtest gerne noch was zu diesem Thema sagen, dann tu es jetzt oder schweig für immer. Nein, ich will überhaupt nicht mehr reden jetzt hier. Okay, sehr gut. Wir lassen Georgina reden. Ja. Jetzt von RTL nicht irgendwie dargestellt gefühlt oder so, sondern man ist ja so, wie man ist und man kann auch nicht unbedingt dargestellt werden. Und ich muss sagen, ich fand mich sehr amüsant. Natürlich war es blöd, dass Kubilay und ich so viel getrunken haben. Dafür entschuldige ich mich auch, es tut mir auch wirklich leid, da bin ich auch kein Vorbild für. Und dass Kubilay auch hier jemand angespuckt hat, das tut mir natürlich leid, sowas passiert in so einem Format. Wir wurden sehr aufeinander aufgehetzt, wird mir nie wieder passieren. Und ja, an sich bin ich froh, dass ich da so schnell wie möglich draußen war. Hat sie recht. Es war immer amüsant. Es ist immer amüsant in jeder Show, in der sie ist, egal was sie macht. Und ganz ehrlich, dieses ganze Spuckding, ja, er hat sorry gesagt, sie hat sorry gesagt, ist für mich, also was soll man noch sagen, oder? Ich finde auch, dass das Thema jetzt einfach durch ist. Und ich finde auch, ja, sie ist kein Vorbild, was es angeht. Ja, okay, sie hat getrunken, aber alle haben getrunken. Ich sag nur Andreas. Nur Andreas. Nö, also der hat ja wohl den Vogel komplett abgeschossen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass sie jetzt da getrunken hat. Und würde man es anders machen, jetzt mehr ernsthaft? Also wir nicht. Ne, deswegen, also ich finde, dafür muss sie sich gar nicht rechtfertigen und ich sehe es genauso. Ich fand sie super amüsant und gucke sie mir egal wo gerne wieder an. Genau, ich auch. Also ich hoffe, sie ist in, obwohl im Dschungel war sie ja schon. Kann man nochmal im Dschungel? Ja, kann man. Ja, aber die Frage ist, ob wir das wollen, weil nächstes Jahr ist es ja kein richtiger Dschungel, ne? Deswegen, ist ja nur in Deutschland. Egal. Wir schweifen ab. Bleiben wir beim Sommerhaus der Stars. Was Georgina bereut oder ob sie vielleicht bereut, sie auch gar nichts? Ich bereue nicht nur irgendwas vom Sommerhaus, sondern ich bereue die komplette Teilnahme, weil diesen privaten Stress mit meinem Freund, mit meinem Mann, mit meinem Verlobten, den ich hatte, den kam, das war einfach wirklich nicht schön, was wir danach durchgemacht haben, gerade wegen dem Sommerhaus. Aber trotzdem, es hat uns nicht aus. So, man sagt ja, was einen nicht kaputt macht, macht einen stärker. Und so weit sind wir gekommen, dass es uns einfach nicht kaputt gemacht hat, sondern stärker gemacht hat. Aber ich bereue die komplette Teilnahme am Sommerhaus und distanziere mich auch von diesen bösen, bösen, bösen anderen Kandidaten. Also ich möchte damit eigentlich nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Hätte ich auch nicht gedacht. Dass sie so komplett bereut, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen ja, soll. Ja, das war so, ich war so, ach echt, och Mensch, guck mal an, hätte ich nicht gedacht. Ja, also, ich dachte, es kommt halt so, ja, dass ich so viel, also wieder, dass ich so viel getrunken habe und okay, die Attacke von Kubi auf Andrea auch nicht so toll, aber dass sie das so komplett bereut, finde ich schon heftig. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden halt danach, oder beziehungsweise wir wissen es ja, hat man ja so ein bisschen mitbekommen, dass die beiden danach halt echt Beziehungsprobleme hatten. Ist ja auch klar, ich meine, die wurden auch richtig krass gehatet nach der ersten Folge, haben richtig viel Gegenwind bekommen. Ja, dass das irgendwie dann auch die Beziehung belastet, erklärt sich von selbst, oder? Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn der Stand mit Kubilay? Kubilay und ich sind glücklich wie je zuvor und ich würde sagen, dass es, ja, uns hat der Sommerhausfluch nicht getroffen, sondern irgendwie der Sommerhaussegen und das hat uns irgendwie so zusammengeschweißt. Also es hat uns eigentlich echt gut getan jetzt im Endeffekt. Der ganze Stress und die Trennung und es hat uns eigentlich im Endeffekt echt gut getan und uns geholfen. Ja, ich finde auch beim Wiedersehen wirkten die beiden wirklich super happy und auch total ruhig und ja, ganz anders als im Sommerhaus. Fand ich auch. Also gerade Kubi wirkte super entspannt und ich würde wünschen wir den beiden mal alles Gute, drücken alle Daumen, die wir haben. Bin gespannt auf die Hochzeit und das Hochzeitskleid. Ja. Schauen wir mal, ne? So, und jetzt im Sommerhaus, mit wem hat Georgina noch Kontakt und mit wem nicht?
Kontakt habe ich jetzt nicht wirklich mit jemandem. Ich muss sagen, ich habe Diana sehr in mein Herz geschlossen, weil die Diana natürlich, also die war irgendwie so unsere beste Freundin da drin. Und der Michi, mit den anderen Leuten habe ich nicht wirklich Kontakt. Und ansonsten, ja, mit der Iris habe ich natürlich immer Kontakt, aber die war ja nicht mit mir zusammen drin. Ich habe das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen, dass die mit Diana und Michi sich so gut verstanden haben. Nee, das wundert mich auch total, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich an die erste Folge kaum noch erinnern kann, abgesehen von dieser Attacke, weil es einfach so lange her ist und danach so viel krasse Sachen passiert sind. Also ich dachte gerade auch so, mit Diana? Weißt du noch, welche Farbe Andres Pulli hatte, als er Kubila angespuckt hat? Weiß. Andersrum? Weiß. Andersrum. Wäre mir nicht aufgefallen, aber der Pulli war weiß und ich werde es auch nie wieder vergessen nach dieser Quizblamage. Ja. Wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, tja, letzte Folge, nee, vorletzte. Vorletzte Folge. Ja gut, aber Diana, muss man ja auch sagen, hatten wir ja auch eine eindeutige Meinung zu. Ja, also ich fand sie Horror, aber wir kennen sie auch nicht privat, vielleicht war sie ja wirklich total nett, aber ich müsste jetzt nicht zwingend mit ihr einen Kaffee trinken gehen. Ja, und wer weiß, was da RTL und die Produktion und so auch wieder daraus gemacht haben, ne? Genau, und so langsam, glaube ich, ist das ganze Thema dann auch mal durch. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, über das Sommerhaus genug gesprochen. Ja, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Versprochen. Genau, und die Abschlussworte zum Sommerhaus geben wir natürlich Georgina. Das war jetzt alles. Jetzt bin ich alles losgeworden über das Sommerhaus. Also ich möchte mich definitiv davon distanzieren. Es tut mir leid. Ich bereue die Fehler, die wir da drin gemacht haben. Aber ich denke, alles mit der Zeit verheilen auch die Wunden. Und im Endeffekt war das eine kurze Zeit. Zum Glück war ich da nur 2,5 Tage drin. Ganz liebe Grüße ans OK-Magazin und Deutschland aus Dubai von Sam und mir. Kussi, kussi, kussi. Sag mal was. Ja, vielleicht im nächsten Jahr. Und kussi. Es war so ein bisschen wie, vielleicht im nächsten Jahr. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr Sam Dillon und Raffi im Sommerhaus der Star. Klang danach und klang auch danach, als würde es unbedingt wollen. Würde ich ihm auch zutrauen tatsächlich. Ja, fände ich auch ganz cool. Der würde da auch gut Stimmung machen. Und vielleicht kommt Georgina ja dann doch mal zurück. Obwohl, nein, sie fand es ja scheiße. Okay. Ja, aber wir hören bestimmt noch ganz, ganz viel von Georgina. Ich hoffe es. Vielleicht ist sie ja bei Promis unter Palmen zu sehen. Das ist so meine Hoffnung. Das wäre wirklich gut, ja. Also wir sagen vielen, vielen Dank, Georgina Fleur. Schönen Urlaub noch. Tausend Dank. Oder vielleicht bist du auch schon wieder zurück. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen Dank, Leonie. Sehr gerne. Danke und dir. Tschüssikowski. Tschö. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.